So, und damit sind wir in der letzten Phase, im letzten Kapitel eben. Aber ich will nicht sagen Epilog, es ist noch Hauptteil. Am heutigen Tag. Und ich sehe gerade, wir haben noch das gute alte Overlay-Problem. Solange fixe ich das hier nochmal schnell. So, jetzt haben wir hoffentlich ein gutes Overlay. Das ist der Fall. Das ist sicher nochmal Escape. Also. Gut. Jetzt haben sich hoffentlich alle wieder lieb, ja? Und. Was? Ist es keine Knife? Oh! Haben sich wohl schon entschieden. Okay. Sehr gut, live in 180. Ich gehe in 90 rein und live ist schon entschieden. Sehr gut. Oh, Forrester kommt mit 2, 3 Gesichtern. Dann ist aber Schluss auch mal. Aber natürlich trotzdem hat er die Runde für sein Team eröffnet. 4 ist 4 HP. Er holt sich zwar noch 5 Laren. Aber dann ist auch wieder Schluss. So, keine Bombe gelegt. Das heißt, die Rangers können sich überlegen, ob sie jetzt was gegenkaufen wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie es nicht tun. Mit, Fearless hat schon ein bisschen Geld mit 2 möglichen AWP-Spielern. Ja. Fearless und Release sparen da. Jetzt geht auch den Baseboard, jetzt geht es gleich A drauf wahrscheinlich. Ah, oder doch, nee, noch nicht, denn Hans G muss auch erst nochmal kommen. Boah! Schade, dass Snake und Fearless ist. Bombe liegen. Flan hat eine HE. Die dürfte auf jeden Fall Red Snake rausholen, aber die Bombe kann gelegt werden. Wichtig für die Rangers. Könnten also nächste Runde wahrscheinlich auch mit AWP rechnen. Das holt noch einen raus. Also es sind starke Ecos gerade von den Briten gewesen. Da liegt noch ein M4, aber die haben wir alles voll. Gucken wir mal. Das gibt 1,9 plus 1,4. 1,9 plus 800. Warum kann ich das verdammte Scoreboard nicht öffnen? Was ist denn hier los? Warum kann ich alles öffnen und das Scoreboard nicht? Ah, jetzt funktioniert es. Jetzt funktioniert es auch permanent. Okay. Also. Sie wollen doch tatsächlich nochmal sparen. Das ist natürlich komisch. Hätten auf jeden Fall einen AK kaufen können. Aber gut. Dann verkaufen sie halt. Spielen sie halt erstmal noch eine weitere Sparen. Dann vielleicht voll auch mit AWP. Kann natürlich sein. Dass sie unbedingt mit AWP arbeiten wollten. Ansonsten hätten sie auf jeden Fall jetzt eine Low Equip mit AK spielen können. Und hätten da gar keine schlechte Chance gehabt. Für Vlaar zwar mit AWP auch unterwegs, aber. Ja. Hätten sie auf jeden Fall eine Chance gehabt, eben sich da gut zu präsentieren. Keine verlorene Waffe bei den Ninjas in Pyjamas. Und die sind auch auf Nummer sicher gegangen. Das sieht man, hat man gerade eben genau gesehen. Vom Buy her. Also, wir sehen eine AWP bei Fearless. Und da bin ich mal gespannt, wie es mit dem aussieht. Das ist wirklich der einzige Moment, der wirklich konstant eben gute Leistung bringt. Red Snake auch ein paar Mal wirklich, muss man sagen, so Lichtschimmer dann aus seiner Source-Zeit. Manchmal, wenn er die Arbe anpackt, dann läuft es richtig bei ihm und dann, wenn er dann wieder normale Rifle manchmal spielt, dann denkst du dir auch, was macht der denn da gerade? Fearless, First Play gegen Fiflaren. Das war wohl auch eine AWP, die hat sich jetzt Forrest geschnappt. Weiter geht's mit dem Gerät.
So, mal schauen. Eigentlich müssten die Lone Rangers jetzt versuchen, die Mitte einzunehmen. Da steht noch Forrest mit der Arme. Oder sie gehen halt nochmal wirklich Richtung A und Spot. Aber es ist natürlich einfacher, erstmal die Mitte einzunehmen, da ein bisschen Stress zu machen. Oh, Forrest hat schon mal verschossen. Noch 20 HP bei ihm. Und Forrest wird auch rausgeholt. Jetzt geht Wright noch A on Spot. Muss aber aufpassen. Da ist er ziemlich outnumbered gerade. Kann kein Spieler mehr holen. Das sieht so aus, als würde es die erste T-Runde für die Lone Rangers werden. Exist gegen 4. Hat zwar zwei Low-Spieler, aber da müsste er. Ja, mindestens. Noch einen Full-AP-Spieler per Überraschungsmoment dazu holen. So, Exist schießt mal richtig gut rum. Und wird auf den nächsten. Und kommt sogar on Spot. Und er hat einen F-Kit. 3, 2, 1. Nein. Also, gute Idee von Exist natürlich. Aber gereicht hat es dann doch nicht. Und damit die erste Runde für die Lone Rangers. Schauen wir gerade vom Equipment Value jetzt vor allem das an. Für Flaren mit 5-7. Und das kostet jetzt, wie wir oben sehen, einiges an Value. Aber wir sehen, Nip auch macht ein bisschen mehr Stress hier gerade für die Mitte-Kontrolle als gerade eben A-Gaming. Da waren die Ukrainer, Schrägstrich Weißrussen, aber einiges kulanter. Aber Nip lässt sich da nicht so einfach über den Tisch ziehen. Wieder für Chancengleichheit. 4 gegen 4. Wir sehen jetzt das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Halt, man kann nicht sehr viel alleine lassen. Man geht halt immer ein Risiko ein, dass man irgendwie gebacksteppt wird. Man hat 3 wirklich Brennpunkte hier. Jetzt haben die Lone Ranger schon 2 Brennpunkte aufgegeben. Ist ziemlich klar, was für ein Go kommt. Oh. Und Forrest holt sein eigenes Teammate. Oh. Das ist natürlich bitter. Aber kostet nicht mehr so viel Geld wie früher. Von daher glaube ich auch da noch gerade so zu verkraften. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Für das holt sogar noch ein. Kann die Bombe auch noch legen. Und das, ja. Macht er aber nicht. Fällt dann und bringt auch theoretisch oder gibt Nip seine AWP. Zumindest kriegt er noch Geld. Eine Spar jetzt von den Lone Rangers. Und dann wird wieder gekauft. Nö, bleiben wir lieber bei Freeberg drauf, Rotte Director. Ja, die Bombe ist noch wahrscheinlich. Ja, wohin geht sie? Geht sie über Mitte? Ja, sie geht wohl über Mitte. Mal schauen, ob es dann gleich gesplittet auf den A geht. Das ist natürlich eine legitime Möglichkeit. Oh, Rapper Snake. Wollte da Freeberg ausmoven. Oh. Hat bedingt geklappt, aber Forrest kann sofort Refrag setzen. Rapper Snake und Weber. Und mit einer einzigen geholten Waffe ist das nicht so wünschenswert. Wir sehen auch Freeberg, der ja wirklich eine extrem starke Rifle spielt. Spielt M4, A4 eigentlich. Und da hat er auch ein richtig, also wirklich abartiges Recoil-Control, das muss man sagen. Also M4 wird ja von vielen halt gemieden, weil unkontrollierbar und schlecht und was weiß ich was alles. Ich muss sagen, ich teile die Meinung auch. Aber was Freeberg halt dann wiederum anstellt mit der Waffe, kontrolliert er, mit der umgeht, das ist wirklich, das ist bemerkenswert.
flannert sich ein. Dann aber fehlt es mit einem Refrag. Da geht auch eigentlich einmal schon zu oft rum mit der Arve. Schöner Schuss von Fearless dagegen. Forrest noch. Alter, der macht hier wieder das Spiel für die Lone Rangers. Das ist ein 3-on-2, aber Exist und Freeberg stehen jetzt nicht so schlecht. Freeberg schnappt sich ein, kann den zweiten ansagen. Boah, kann auch Türraum nochmal low schießen. Weil er sich wahrscheinlich gewünscht hätte, dass er Release erstmal kassiert. Release. Ja, schauen wir mal, ob er da durchgeht. Eigentlich hat er nicht wirklich Grund durchzugehen. Und hier läuft er voll in Exist rein. Die Bombe ist down. 35 Sekunden noch. Weber angesagt. Ja, und jetzt trampelt er aber viel zu lang. Exist muss sie da nur abaimen. Also gut runtergespielt dann. Ja, von Nippon mit ihren Möglichkeiten. Und das bedeutet, Lone Rangers nochmal am Sparen. Und wir flanen wieder mit AWP. Rangers. Oh, das hat gut gesessen gegen sie. Forrest, der kriegt 2, der kriegt 3. Oh, der gibt auch nochmal direkt einen vierten. Er behält er, aber da muss man einfach sagen, da ist Forrest extrem nervenstark. Da kommt einer einfach vor ihm, er behält die Nerven, zieht die USP und schießt dann sofort halt, wenn die USP möglich ist, ins Gesicht. Also ich denke mal, jeder von uns, wenn er dann so vorne kommt, erstmal ein bisschen Lenkrad, mal ein bisschen Panik, ja. Vielleicht Unruhe, sagen wir es mal so. Ja, läuft. Aber jetzt kriegt er natürlich den Schacht nicht auf in 5 Versuchen. Aber gut, MIP steht im Schacht. Ihr Ziel haben sie auf jeden Fall erreicht für den Beginn der Runde. Das ist Exist. Kann damit natürlich vor allem den B ein bisschen entlasten. Da steht jetzt Get Right allein. Er hat bisher, glaube ich, überhaupt noch nichts zu tun bekommen, eigentlich. Bei ihm selbst. Und wenn, dann hat er eher Schiebearbeit gehabt. Ist, hat er keinen gesehen, kann aber zumindest ansehen, dass er zumindest, ja, dass da ein bisschen was stand, aber so, mal schauen, wohin die Bombe jetzt schiebt. Sie ist in der Mitte, sie könnten theoretisch beide Seiten splitten, aber da muss man sagen, da stehen sie dann halt, ja, also für einen Split stehen sie halt dann doch zu Mitte lastig. Wir flanen jetzt mit einem. Das schiebt sich wieder für Flan. Der zieht halt auch wirklich sehr vorhersehbar da mit der AWP rum. Das kriegt noch einen. Kommt er sogar weg. Get Right auch noch. Weber ist der Letzte. Der hat sich Freeberg noch on-spot geschnappt. 12 Sekunden. Höchste Zeit, Fersengeld zu geben. Das wird aber kein Problem, die AK durchzubringen. Und ich denke, das wird auch dann dafür sorgen, dass die Lone Ranger gegenkaufen werden. Eigentlich haben sie 4-7, 4-0, 3-9. Die können sich halt alle AK holen. Bei Fearless schauen wir mal, was er macht. Vielleicht. Ja, doch, Galil holt er sich. ...12-2-1 bei Exist. Und bei dem läuft es gerade richtig. Mit schon eingenommen diesmal von den Lone Rangers. Ohne viel Probleme gehen wir vielleicht mal zu ihnen drauf. Wieder unten stehen. Weber hat viel Probleme mit Türraum, aber wir bleiben jetzt mal hier einfach. Fällt jetzt. Jetzt zieht darum, hat's G. Nur verschossen. Und sie gehen wahrscheinlich gleich jetzt über Schachtkampf auf B. Das ist auch keine schlechte Entscheidung. Sie haben viel Kontakt auf A gehabt. So viel kann da nicht sein, aber es dauert jetzt schon ziemlich lang. Wahrscheinlich hoffen sie noch einen Schieber zu erwischen.
warum einen Spawn vorzuhaben. Sie sprayt sich da einfach durch. Get right ebenso, aber kommt nur ein. Spiel ist jetzt auch noch mit einem Frag. Wir flanschen noch schnell da. Spieler haben aber beide zu viel HP, als dass er sie die Granate wirklich gefährden könnte. Schachtgang kommt jetzt gleich auf Rieberg. Der macht aber nicht den Frag. Fufla macht den Frag gegen Hans G. Forrester noch gegen Fearless Onspot. Und das ist zählt die Runde Nummer 9. Jetzt gucken wir mal aufs Geld. Das müsste eigentlich genug geben, um nochmal zu kaufen. Bombe gelegt. 4-2, also mindestens bei jedem Spieler. So, wir sehen. Geht right mit dem Autosniper. Mit der Autosniper für Fla mit der AWP. Das schlägt sich oben im Equipment Value wieder. 32.250 im Vergleich zu 22.600. Fahren mal schnell offensiv. Gegen A. Kann die Main jetzt safe machen, aber Forrest hat schon ein Aim-Duell verloren. Sniper und Freeberg einmal mit der M4. Release fällt jetzt auf. Gucken wir mal in die Mitte, aber Rattlesnake ist aber wieder. Das wäre passiv wohl. Das kostet sie jetzt wohl auch allgemein die Runde. Autosniper fällt noch, wenn sie noch eine. Aber auch rauspicken können. Stark von Rattlesnake. Dann wird es schwer für eine beide Waffen durchzubringen. Aber Exist, ja, hat da auch schon alles offen. Und AWP. Nein! Teure Runde also für Nip, aber wir sind jetzt schon in Runde Nummer 12. Wenn, dann ist also jetzt auch die letzte Chance für die Lone Rangers, nochmal ein kleines Comeback zu starten. Und das ist eine Eco von ihnen, also können wir da uns das wohl schon auch abhaken. Also, Nip wird durchkaufen. Und die Lone Rangers, müssen wir mal schauen. Jetzt eher 2-1-2 aufgestellt, Mitte nur hat's G, keine Kontrolle, ist natürlich auch schwer in der Eco. Fällt jetzt. Auf dem Flan hat er wieder einen Shot geforst. Das funktioniert ganz gut im Moment bei Hatschi gegen Flan. Den nervt er wirklich sehr. Aber dann kommt halt mal Forrest vorbei. Oh, jetzt ist es eine 5-on-3-Situation. Oh, da bleiben wir. Ja, wird wohl nicht mehr so teuer. Get right noch mit einem Kill. Oh, Fearless wieder last mit Standing. Das hatten wir schon vorhin gegen A-Gaming öfter. Aber gut, er hat die Clutches dann auch geholt, das muss man sagen. Die hat er sehr gut runtergespielt. Ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt eigentlich. Der Snake jetzt ebenso mit AWP gegen Forrest mit AWP, für Fla mit AWP und Get right mit dem Autosniper. Das in Runde 13. Schauen wir mal. Rattlesnake im Duell gegen. Gegen wen? Gegen keinen erstmal. Fearless gewinnt aber das AWP-Duell in der Mitte gegen Fiflan. Gucken wir mal, wo Forrest genau steht. Gegen Main erstmal und geht right nur jetzt gegen Mitte. Da müssen sie sich aber auch überlegen, ob sie Fiflan nicht eher Richtung B zum Beispiel schicken, obwohl er jetzt wahrscheinlich dann auch ein sehr schweres AWP-Duell gehabt hätte. Aber gut, sie führen 11-1. Ich denke, da werden sich jetzt auch weniger Sorgen um Verschiebearbeit machen. Es geht auch wohl B ran. Sie haben noch zwei Smokes. Das reicht eigentlich, um CT und Nest jeweils zuzumachen. Aber ich weiß nicht, ob sie Schachtraum ohne Smoke kontrollieren wollen. Das wird ziemlich schwer. Oh, Rattlesnake verschießt und das ist jetzt richtig teuer. Das ist jetzt richtig schmerzvoll. Das, dem zuzusehen, also es tut richtig weh. Ein schöner Shot gegen Exist, aber ja, 20 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt wird die aber eine richtig fette Fearless-Jagd eröffnet. Das ist Hasensaison. Oh, schön, dass da das der von Exist. Richtig schön gerade eben von ihm gemoved. Hat er einen Shot geforst.
ging so gut wie jeden, der irgendwo da in der Mitte ist. Das hat ihnen hier auch noch die AWP eingebracht, die jetzt also keine Gefahr mehr ist. Denn nach der Echo, ja. Lone Rangers. Kaufen wir durch? Guck mal gerade, sie hatten ja eigentlich keine wirkliche. Sie hatten wirklich Full Echo sogar gehabt. In der Runde davor. Das heißt, dass sie jetzt hier durchkaufen können. Aber Nip, wir sehen es ohne wirkliche Blöße. Jetzt Forest alleine mit schwerem Geschütz. Mit M4, vielleicht läuft es hier besser bei ihm. Das tut's wohl. Zweiter Frag schon für ihn diese Runde. Aber HG wieder der Endgegner. Also da wirklich, glaube ich, für Flan heute nicht gut schlafen bei dem Namen. Forest close mit der AWP. Macht sogar Frag Nummer 2. Schön. Leider war ich ja nicht drauf. Und droppt die AWP eiskalt. So, dann geht's halt nochmal ohne AWP ran. Fearless hat eine Scout. Und für Flan. Holt sich hier ein und wird dann gerefragt von Fearless. Ist aber ganz okay erstmal. HG wiederum ist aber sehr schnell. Hier am Schachtgang. Sind wir am Schacht angekommen. Mal schauen, ob Weber gleich wieder mit Friberg ein kleines Tätertät hat. Das kann gut sein. Mit dem Frag, aber Fearless Frag Nummer 2 wiederum von ihm. Schöner Refrag. Der zweite jetzt auch von ihm schon wirklich diese Runde. Das habe ich ja vorhin bei A-Gaming einfach so moniert gehabt. Da ist halt einer vorgegangen, ist gestorben und passiert ist nichts. Friberg jetzt wahrscheinlich gleich wieder mit einem Aim-Duell. Oh, und Fearless mit Frag Nummer 3 ins Gesicht. Jetzt bleibe ich einfach mal bei ihm drauf. Ich habe Hoffnung in ihn. Oh! Das ist Headshot Nummer 3, Frag Nummer 4. Und macht er das Ace gegen Get Right. Er aimt in die richtige Stelle, aber Get Right hat 100 HP. Aber kein Equipment. Oh. Bisschen Pech für ihn. Jetzt ansagen, Get Right holt einen. Und das macht er. Das macht jetzt Fearless auch richtig gut. Er spielt erstmal Death. Sein Team muss die Runde holen und Weber holt die Runde. 4K von Fearless und das, was wohl da zu sehen war, war erste Sahne. Goodhoff, 13 zu 2, also dann tatsächlich am Ende noch eine Runde für die Lone Rangers. Und jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit. Sie könnte schnell enden, wie immer. Bei Nip dann. Dreimal Kevlar, zweimal Equipment. Und der übliche Verdächtige wieder mit Equipment, das ist Exist. Kommt eine Flash, kann hier einigermaßen schon an Dampf sorgen. Macht den Schachtgang frei. Wird einfach vorgeschickt, Onspot sind HG und Release wohl. Oben steht auch noch, oder vorne steht auch noch Fearless. Da holt sich auch noch einen. Onspot jetzt aber gerade eben gefallen. Weber ist auch schon da. 3 gegen 2 Situation. So, Forest aimt nur ab.
Das wird wohl ein schneller Abend. Vielleicht kein Death-Kit. 99 Damage. Und 5 Lamen mit dem letzten Frag der Runde. 3 Kills von ihm in der Pistole. Das sieht man auch nicht so häufig. Ist jetzt nicht so der Pistoleo. Guck mal, er ist ja allgemein die letzten Tage positiv aufgefallen. Haben wir auf Overpass mehrfach gelobt, war auch top auf dem Scoreboard. Hier 13-10 ist auch solide. Friberg 9-7-10. Er hat, da muss man auch sagen, Friberg hat eine sehr schwere CT-Seite hier gehabt. Auf dem A war so gut wie nie was los und wenn, wurde er meistens dann von Weber gebacksteppt. Also da würde ich auch nicht zu viel Wert drauf setzen, dass er jetzt 9 und 10 steht. Und auch für Flan hat er seine Probleme in der Mitte gehabt. Das haben eigentlich seine Teammates oft genug ausgebügelt, deswegen haben sie ihn da auch wieder guten Gewissens hinstellen können. Ich denke mal, mit der M4 wird es dann auch ein bisschen besser. Und sich vielleicht aber nimmt das für die nächsten Matches überlegen, denn natürlich nicht jedes Team lässt sich dann so einfach wieder die Butter vom Brot nehmen. Nochmal fast genau derselbe Go, wie gerade eben den 0 Friberg hatte. Einfach Schachtgang durch und Frags setzen. Forrest zweimal mit der Galil. Und jetzt Weber. Ja, den ist aber auch nicht so, will ich gerade. Wurde gar nicht so oft von Weber geteamkillt. Weber. 2-2-15. Die waren zwar wahrscheinlich beide an Friberg, aber das waren auch wirklich die einzigen beiden, die ich wohl gemerkt hatte. Da habe ich natürlich jetzt gerne sehen, gegen wen Friberg die ganzen Deaths hat. Ja, da war ja on-spot. Entweder sind halt alle auf ihn drauf oder halt, wie gesagt, er wurde gebacksteppt. Da muss ich vielleicht meinen Augen mehr vertrauen und sagen, zweimal ist dann wirklich zweimal. So, vielleicht gibt es dann den Push wieder für die Mitte. Lone Ranger ist natürlich jetzt gegengekauft, 13 Matchrunden für Nip. Oh, Fehl ist da verschossen. Muss Dev gehen, richtige Entscheidung auch. Mitte also aufgegeben, Rattlesnake steht aber mit einer M4. Das macht Nip doch sehr geduldig jetzt. Nehmen ganz, ganz ruhig die Mitte ein. Haben alle Zeit der Welt. 1-5 noch. Forrest mit Frag gegen Fearless. 4 gegen 4 Situation. Rattlesnake, der dürfte gleich Kontakt haben gegen Forrest. Und Forrest macht den Frag. G holt sich wieder nur einen, hat's G. Zweien. Mit dreien. Forrest alleine gegen zwei. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Bombe down bei hat's G. Und das macht Weber safe. 15-3. Und also die erste Matchrunde abgewehrt. Aber gut, es ist die erste CT-Runde. Forrest und Co. können da sofort nachkaufen. Und ja, wird wohl doch vor 12. So, mal schauen, was sich da Nip überlegt hat. Friberg alleine Richtung B. So, wahrscheinlich nur ein bisschen da was anfaken. Oh, Weber und Rattlesnake machen den Boost, der vorhin auch nicht so gut aufging auf Nips Seite. Ich bin mal gespannt, ob der gecheckt wird. Exist geht auf Prediction. Und macht den Frag. Und das ist ein richtig starker Frag gerade von ihm. 5 gegen 4 Situation jetzt und einigermaßen klar, was da ursprünglich geplant war. Das bringt jetzt die gesamte Ordnung total durcheinander von den Lone Rangers. Und das hier ist nur eine... Oh, nur eine SSG. Der Typ macht hier mit jeder Sniperwaffe einfach richtig viel Stress. Oh, jetzt fällt er aber... Und das muss es sein. GG, 1-on-4, Release. Kann er nicht holen, darf er nicht holen, wird er nicht holen. Kriegt so noch einen schönen Kill, aber 16...